Ist ein bisschen Anspannung im Raum jetzt, ne? Jetzt ich bin gespannt jetzt, ja. Emilia Schüle und Sonja Gerhardt, schön, dass ihr hier seid. Wir haben heute ein kleines Spiel für euch vorbereitet. Ich hoffe, ihr freut euch. Total. Mhm. Auf den Karten werden bestimmte Wörter draufstehen und ich werde euch Fragen stellen. Drei Fragen insgesamt, ihr habt jeweils drei Wörter und ihr könnt beliebig oft ein Wort einschmuggeln. Ihr müsst insgesamt die drei Wörter in eure Antworten mit einbringen. Ja. Und euer Gegner muss dann eben erraten, welche Wörter ihr eingeschmuggelt habt. Weil ihr müsst euch nur am Ende für drei entscheiden. Ja, okay. Ich habe mir noch nicht angefangen. Ich schreibe es mal vor. Okay, also Emilia. Mhm. Wann hast du in einem Prank jemals das Gefühl gehabt, jetzt gehe ich zu weit? Achso, eine Prank mit Sonja. Meinst du, ich darf hier stehen wegen meiner Schokoladenseite? Das kann Sonja nicht entscheiden, das muss die Regie machen. Du bleibst auf deinem Beharren, gell? Du gehst nicht weg da. Ja, aber das ist auch meine Schokoladenseite. Emilia, das steht jetzt und fällt jetzt alles, das kriegst du hin, das ist deine Seite. Stehe ich jetzt. Das wäre aber wirklich großartig, bitte, nee. bitte, ich fühle mich nicht. Nein, ich möchte jetzt hier stehen bleiben. Dann machen wir vielleicht einmal so und einmal so. Okay, dann fang du jetzt da an und ich fange hier an. Ach Gott, ich hatte eigentlich permanent das Gefühl, dass ich, dass man mir das nicht so richtig abkauft, nicht abkaufen könnte. Also ich wollte nicht wie so ein SpongeBob daherkommen oder so. Ja. Weiß ich nicht, oder so ein. das ist total schwierig. So ein. Naja, man muss ja die ganze Sache auch ein bisschen ernst nehmen, ne? Aber eigentlich, oh Gott, wir müssen mal von vorne anfangen. Ich finde es ja so aufwendig. Man muss ja jetzt die ganze Zeit irgendwie besonders Vokabular verwenden, damit das nicht so auffällt. Okay, also ich hatte ganz doll Angst, dass ich sie verletzen könnte. Deswegen hatte ich ganz, ganz viel darüber gesprochen, dass wir unbedingt auflösen müssen, nach diesem letzten Punkt, wo ich jemand anderes vorgeschlagen habe, der zum Casting kommen könnte. Ja, ja, aber da gibt es ja auch noch eine andere Schwester. Hä? Hast du gerade von einer anderen Schwester gesprochen? Ja. Würdet ihr die dann einfach ausprobieren wollen? Wie, und du fällst mir jetzt einfach so in den Rücken, oder wie? Nein. Doch, aber nicht so schlimm. Andersrum gilt ja dasselbe. Der Schwächeanfall kommt recht früh, ja. Nachher. Aber komplette Eskalation. Doch, machst du gerade? Nein, also, oh Gott, oh Gott. Na klar machst du das gerade, was soll denn das überhaupt? Also ich verstehe es gerade nicht. Also, wirklich nicht. Okay, dann. Warum machst du das? Als ich dann da so hängen gelassen wurde, wie so ein Monopoppen, bin ich, das war echt Horror für mich, als sie dann so die Tränen in den Augen hatte. Und vor allem wurde ich sehr wahnsinnig hängen gelassen. Mir wurde halt die ganze Zeit gesagt, nicht auflösen, nicht auflösen, nicht auflösen ins Ohr. Und ich wollte aber unbedingt auflösen und das war Horror. Ja. Das glaube ich dir. Nächste Frage. Du hast ja bei Drachenzähmen leicht gemacht mitgespielt. Mhm. Und da wollte ich dich mal fragen, wenn du ein Tier wärst, welches wäre das und warum? Wenn ich ein Tier wäre, dann wäre ich ein, wie heißt dieser Fisch? Heißt der Nemo? Nee, so ein anderer, so ein Perlentaucher oder sowas. Nee, ich wäre so ein Orca-Wal, glaube ich. Orca-Wal? Ja. Weiß nicht, ob die nach Perlen tauchen. Nee, das nicht, aber das sind so Tiere, die immer im Verbund leben, in der Familie bleiben. Und wahnsinnig intelligent sind und es ist auch eine Delfinart und das finde ich total interessant. Das sind Delfine, Orcas. Orca-Wale sind nämlich wirklich Delfine. Okay, das stand nicht auf deinem Zettel. Was? Nein, darüber weißt du zu viel. Achso. Ja. Ein Orca-Wal. Ja. Mach mal. Orca? Oh. Weiß ich auch nicht genau, wie die machen. Na gut, nächste Frage. So, ja. Du sprichst ja vier Sprachen fließend. Nein. Nicht? Nein, aber gut, erzähl weiter. Si. Jetzt seid ihr aufgeflogen, weil wir jetzt habt ihr nur. Nee, wir cutten das einfach. Du sprichst ja drei Sprachen fließend. Habe ich eben erfahren. Hast du sonst noch außergewöhnliche Erkenntnisse, die andere nicht haben? Und wenn ja, welche sind das? Irgendwie kriegt sie nach Currywurstbude, oder? Was? Ah, Currywurstbude.
Very also wurscht. Ja, wurscht, Bruder. Außergewöhnliche Kenntnisse. Mhm. Ich kann zum Beispiel sehr gut eine warme Jacke identifizieren. Also Leute in meinem Umkreis, ich bin ja über russische Wurzeln. Deswegen wurde meine Erziehung darauf Wert gelegt, dass ich immer eine warme Jacke trage. Und Freunde von mir, okay, ich lasse jetzt einfach. Okay, nee, anderweitige Talente. Vielleicht kannst du mir was sagen. Warme Jacke? Ist jetzt noch ein Wort warme Jacke oder was? Nein. Hm. Nein. Okay, um jetzt eine serious Antwort zu geben. Ich bin, glaube ich, sehr gut da drin zu organisieren, aber ohne, dass ich anstrengend bin da drin. Also ich kann dann trotzdem auch, also ich liebe es, irgendwie einen Geburtstag zu organisieren oder eine Reise oder Reise über drei Kontinente, aber so, dass es für alle auch angenehm bleibt, für alle Beteiligten, dass man immer einen durchgeplanten Tag hat und einen Off-Day. Und ich glaube, das liegt mir zum Beispiel. Das ist, glaube ich, gar nicht so praktisch. Stimmt, das hatten wir. Wann hatten wir das gemacht? Was denn? Eine Weltreise? Wir hatten eine Weltreise. Achso, ja, stimmt. Wir waren in Thailand. In Thailand waren wir, aber da hatten wir ja auch ein paar Stops. Ja, stimmt. Also ein paar mehr. Aber das war noch so am Anfang von meiner. Ich weiß nicht, ob ich so gut war. Doch, ging schon. Ja, nicht schlecht. Ja. Kommen wir zu dir, Sonja. Ja. Meine Güte. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt alle. Ich habe alle mitbekommen, glaube ich. Ich habe dir aufmerksam zugehört. Glaube ich. Wir werden am Ende auflösen. Was war der weirdeste Moment bei dem Prank für dich? Das geht doch nicht. Ja, komm, wir ziehen das jetzt durch. Ich bin richtig sauer gerade. Was ist denn jetzt los? Ich gehe gleich, ganz im Ernst. Also, ja. Meinst du, ich mach das hier? Meinst du, ich mach die Scheiße? Ja. Das mache ich ganz bestimmt nicht. Und es ist krass, dass du hier jetzt versuchst, mich zu überreden. Was soll das? Ich meinte nur, lass es uns jetzt zu Ende bringen und dann halt hier erhobenen Hauptes. Aber würdest du das hier machen? Würdest du das machen wollen? Ich würde mich erstmal informieren bis zum Ende. Ihr zuliebe machst das, aber nur wegen der Freundschaft. Ich mach das jetzt für dich, aber ich mach. Also und dann das werde ich auf jeden Fall, ich weiß nicht. Du bist da. Ich schulde dir ja 100.000 Millionen Essen. Es gab eigentlich nicht wirklich was Weirdes, weil ich ja über alles Bescheid wusste. Für mich war es wirklich schwierig, das Opfer zu spielen, aber auch den Lockvogel zu spielen. Deswegen hatte ich eigentlich nichts Weirdes. Okay, thank you, next. Du hast ja bei Jim Knopf und die wilde 13 sicher viel zu tun gehabt. Ja. Anstrengende Dreharbeiten. Ja. Was unternimmst du denn am liebsten, wenn du frei hast? Und warum? Also wenn ich frei habe, mache ich eigentlich sehr viel gerne mit meinen Freunden. Ich gehe auch gerne zum Sport, weil ich einiges an Hüftgold wieder angelegt habe. Das auch beim Dreh und so. Er wird auch total warm, während man die Antwort hat. Man kann sich gar nicht konzentrieren. Und dann kam auch auf einmal eine Heuschreckenplage vorbeigeschwommen. Stimmt, ja, das war an dem einen Drehtag, ja. Kannst du dich erinnern? Wirklich? Nein. Ja, doch. Hat sie ja mal kurz untergebracht. Nein, das ist wahr. Da warst du ja nicht da. Das war am 21. September in Berlin, ja. Mhm. Ganz große. Emilia nicht am Set war. Ja. genau, und ansonsten mache ich immer eine Pickelhaube, setze ich immer auf. Du musst doch nicht alles in einer Frage einbringen. Hab ich doch. Alles hast du gar nicht. Ja, du hast auch zwei Sachen in einer Antwort. Jetzt habe ich alles. Kommen wir zur letzten Frage. Du wohnst ja in Berlin. Wo könntest du dir denn vorstellen, noch zu wohnen? 100 Punkte. Und warum? Ja. Ich würde gerne irgendwo am Meer wohnen. Am Meer? Ja. Gibt es ein bestimmtes Land oder eine Stadt? Ja, ich würde gerne, also eigentlich möchte ich gerne noch Spanisch lernen. Damit ich die Heuschreckenplage auch anders aussprechen kann. Und ich weiß nicht, ich will irgendwie so Weite haben und irgendwie zieht mich das Meer an. Ich habe auch einen Tauchschein vor 2 Jahren gemacht und das ist eine komplett andere Welt. Ja. Gerade überlegt, ob ich noch ein Wort einsetzen im Moment.
Kommen leider nicht mehr. Genau, irgendwo. Ich glaube in Spanien irgendwo schön an der Küste. Da soll es schöne Gebiete geben. Ja. Kommen wir zur Auflösung. Achso, alle mitbekommen? Ja. Okay. Hast du nicht alle mitbekommen? Doch, ich dachte, vielleicht war der eine ein Lockfuhr, vielleicht war der eine Fake, dachte ich. Damit ich durcheinander komme. Okay, der Pixelauge. Dachte ich. Aber jetzt ist ja die Auflösung. Ja, ist die ihr könnt jetzt auflösen. Ja, also, wer möchte anfangen? Pickelhaube, Heuschreckenplage, Hüftgold. Ja, stimmt. Alle ja, drei, okay, richtig? Ja, ja, okay, alles richtig. Na ja, also ich meine, SpongeBob? Nein. Nee, das hab ich einfach so untergebracht. Geil, ja. Wolleproppen? Ja. Currywurstbude? Ja. Okay, was ist das dritte? Perlentaucher. Ah, Perlentaucher. Aber super. Ach, ja, so schnell seid ihr denn? Ah, da hätte ich mir aufpassen müssen. Aber ihr kannten mich doch gar nicht. Nee, wegen dem Orca. Dann kam ja von hinten, das ist doch kein Perlentaucher. Ach so, oder ja. Von irgendwem kam das. Das kam von mir. Von dir, da hätte ich aufpassen müssen. Mist. Ja. Ja, nicht schlecht. Herzlichen Glückwunsch, Mila, du hast gewonnen. Danke. 3-2 gewonnen. Es gibt natürlich auch ein Siegesgeschenk für uns. Und oh, zwar diese schöne Schale hier. Oh, cute. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich sehr für dich und deinen Preis. Ja, vielen Dank, dass ihr beide hier wart. Es war sehr lustig mit euch. Ja. Meine erste Frage habe ich nur gestottert, weil ich überhaupt nicht... Easy, dafür hast du ja andere Sachen noch eingebaut. Ist doch gut. Vielen Dank, es hat echt Spaß gemacht. Ja, mir auch. Tja, dann auf ein baldiges Wiedersehen. Ja, auf danke. Also auf der Couch. Hammer, schönen Abend. Danke. Pickelhaube.